Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal geht es wieder weiter mit den Brickman Lastwagenwochen und heute ein Set, das zu einem anderen Set gut passt, und zwar der Trailer mit der Setnummer 19015T von Mold King. Der passt zu dem Volvo Truck, den ich schon mal aufgebaut habe hier in meinem Kanal. Der hat die Setnummer 19015 ohne T und normalerweise sollte dieser Trailer zu dem Lastwagen dazu passen, aber für alle die, die schon das Video gesehen haben über diesen Truck, der fährt nicht so gut. Vielleicht komme ich dazu, den Truck ein bisschen zu modifizieren, schauen wir mal. Aber jetzt ist mal der Trailer dran und da ist sehr viel zu bauen, sehr viel Technik auch drinnen, da freue ich mich sehr und wenig Verkleidung. Verkleidung bauen tue ich eher ungern. Am liebsten hätte ich Modelle, wo ich das Grundgestell baue und oben drüber dann kommt dann eine fertige Karosserie aus Lexan oder so von mir aus. Und da gibt es schon eine Firma, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die bietet das schon an. Also das wäre schon was Tolles für mich, dass man eben unten drunter die ganze Technik baut und das Grundgestell und dann oben drüber einfach die Karosserie drauf und fertig. Sieht auch meistens dann besten aus, weil alles Runde ist schwierig nachzubauen mit eckigen Klemmbausteinen und da schaut dann die Optik nicht immer so gut aus. Also man sollte sich, wenn man schon ein Modell nachbauen möchte, das es in echt gibt, bin ich der Meinung, sollte man, wenn schon, eckige Modelle nachbauen. Aber ich schweife wieder ab. Wir haben hier jetzt, wie gesagt, das Set von Mold King mit der Nummer 19015T. Es stammt aus dem Jahr 2024. Es hat 3.399 Teile. Wahnsinn, oder? Ein Hänger mit 3.400 Teilen fast. Boah, nicht schlecht. Es hat auch zwei M-Motoren. Ja, bin schon gespannt, wofür die dann sind. Es hat auch Pneumatik. Hier sieht man sie schon hervorlugen. Das sind die Standfüße dann, wenn man den Trailer abstellt, dass man wieder mit dem Truck dann drunter fahren kann und den Trailer anhängen kann, dann pumpt man das Ganze hoch. Und ich denke auch hinten die Laderampe ist auch pneumatisch gesteuert. Also soviel ich weiß, gibt es vier Pneumatikzylinder, Entschuldigung. Und das Kuriose, das zeige ich dann nachher, es ist auch eine Pumpe dabei. Und ich glaube, diese Pumpe ist rein dazu da, um am Anfang die Pneumatik zu testen. Tja, die Bauanleitung dazu hat 297 Seiten, auch ganz ordentlich. Es gibt nur vier Bauabschnitte, da ist jeder Bauabschnitt riesengroß. Und 538 einzelne Bauschritte. Kurz in die Anleitung einen Blick werfen. Hier sieht man wieder das Typische von Mold King, dass jetzt alles ganz schön aufgeschrieben wird. Zum Beispiel der Bauabschnitt 1 geht von Seite 1 bis 79, der Bauabschnitt 2 von 80 bis 143 und so weiter. Es gibt vier Bauabschnitte. Die elektrischen Parts, Electronic Parts, sollte man testen. Wenn es bad ist oder wenn es schlecht ist, sollte man den QR-Code benutzen. Wahrscheinlich kann man dann irgendwas reklamieren. Und wenn es gut ist, kann man dann zum Bauen anfangen. Da gibt es noch TY-Tüten und die gehören dann eben zu den vier Bauabschnitten dazu. Und was ich vorher gemeint habe, zeige ich kurz. Ja, hier ist noch... Genau, hier kann man dann die Pneumatik testen, da gibt es einen Versuchsaufbau. Der schaut dann so aus, dass man eben einen Motor mit einer Pumpe verbindet und mit einem Switch und dann die Pneumatik testet. Und ich glaube, dass wirklich diese Pumpe nur dazu da ist, weil wozu braucht man eine Pumpe? Die Luft für die diversen Zylinder hier in diesem Trailer, die bekommt er ja vom Lastwagen, vom Truck, wollte ich sagen. Also die geben wirklich eine Pumpe nur zum Testen her. Gar nicht schlecht. Ansonsten die Bauanleitung wie gewohnt bei Mold King. Relativ übersichtlich, alles was Neues wird rot umrahmt. Also da gibt es, glaube ich, keine Probleme. Kurzer Blick auf meinen Bautisch. Hier sieht man, was da alles liegt. Bauabschnitt 1, Bauabschnitt 2, Bauabschnitt 3, Bauabschnitt 4. Dann gibt es vier Tüten mit Räder und Felgen. Diese zwei. Und diese zwei, hier ist Akkubox, Fernbedienung, die zwei Motoren, einmal blaue Pins in Dreiergröße, zwei Säcke mit schwarzen Zweierpins. Hier ist die Pneumatik, die Switches
und da die Schläuche in diversen Farben. Ja, leider ist es bei Mold King, oder schauen wir mal, ob es bei Mold King diesmal funktioniert, weil die Tüten sind ja auch durchnummeriert, Bauabschnitt 1, 1, 7 und so weiter, 1, 6, 1, 5, ob man die nach der Reihe aufmachen kann, wie bei Rio Bricks, wo ich ja den Digger, oder nein, den Digger heißt er nicht, wie der grüne geheißen, der John Deere Logger, so heißt er, gebaut habe, da war das wunderbar und der Bautisch war immer aufgeräumt. Hier, schätze ich mal, wird es chaotisch werden. Alleine die Pins, die waren ja bei Rio Bricks immer in den Bauabschnittstüten dabei. Hier sind sie wieder extra. Aber lassen wir uns überraschen, was Mold King für uns hier vorbereitet hat. Los geht's mit Bauabschnitt 1. Ich muss kurz unterbrechen. Es ist genau so, wie ich vermutet habe. Schon auf der ersten Seite mit Bauschritt 1 ist es so, dass man quasi zwei Tüten schon aus den hinteren Reihen her zaubern muss. Und zwar, weiß nicht, ob man es erkennen kann, einmal Tüte 1,6 aus Bauabschnitt 1 und einmal Tüte 1,7 aus Bauabschnitt 1. Und die erste Tüte von Bauabschnitt 1,1 wäre nämlich fast ausschließlich nur die Technikrahmen. Warum braucht man das? Weil im Bauschritt 1 ist ein L-Liftarm und der ist hier drinnen, wie man sehen kann, in der sechsten Tüte. Dann braucht man bei Bauschritt 3 einen Zweierpin mit Achse. Der ist in der siebten Tüte drinnen, wie man hier vielleicht sehen kann, wenn es nicht so stark spiegeln würde. Ja, ich glaube, man sieht es. Hier, das ist er, der da. Also, tja. Wie geht es weiter? Und da hinten dann, auf der zweiten Seite, braucht man dann den ersten Rahmen. Also, wie vermutet, werden höchstwahrscheinlich alle, wie viel sind es, 7 Tüten im Bauabschnitt 1 aufgemacht werden müssen, damit man den ersten Bauabschnitt bewältigen kann. Schade, Rio Bricks, also Hut ab, die können das viel, viel besser. Mold King, weiß nicht, warum sie es dann überhaupt sortieren oder beschriften. Sinn macht es keinen. Schade drum. Weiter geht's mit Bauabschnitt 1. Der Bauabschnitt 1 ist beendet. Gebaut habe ich das Grundgestell inklusive der vier Achsen des Trailers. Gebraucht habe ich dafür gute 2,5 Stunden. 128 einzelne Bauschritte waren dafür notwendig und in 7 Tüten waren 899 Bauteile aufgeteilt. Also schon der erste Bauabschnitt hat es in sich. Was mir auch noch aufgefallen ist während des Baus, es sind sehr viele von diesen 15er Liftarmen verbaut. Hier sind sehr, sehr viele 15er Liftarme verbaut. Hier drunter, hier oben, wirklich überall. Und dann dachte ich mir, jetzt zähle ich die ab, weil ich will wissen, wie viel da wirklich dabei sind. Ist, glaube ich, alles Light Blue Gray oder so, wie das heißt. Und ich habe die 15er Liftarme abgezählt und es sind in diesem einzelnen Bauabschnitt, also im ersten, 104 15er Liftarme verbaut worden. Es ist unglaublich. Und es gibt noch 3 Bauabschnitte. Also wenn jemand Teile sucht oder sich ein großes Ersatzteillager zulegen möchte mit 15er Liftarmen, das ist das Modell der Wahl. Es ist schon sehr groß. Ich habe auch die Länge jetzt abgemessen und ich glaube, das wächst noch weiter. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist, weil hier, schätze ich mal, dürfte vorne sein und dann geht es hier dann vorne noch weiter. Also hier kommt dann so ein Plateau und dann, glaube ich, geht es vorne noch weiter und dort wird dann der Trailer an dem LKW dann angehängt. Und ich glaube, hinten, das ist mal die Fläche, worauf dann verschiedenste Fahrzeuge oder andere Dinge stehen können. Und jetzt habe ich schon eine Länge von 90 cm gemessen. Also es ist in allen Dimensionen ordentlich. Schauen wir kurz ins Detail. Ich fange mal bei den Achsen an. Man sieht es hier vielleicht, es sind 4 Stück und das Komische dabei ist, vielleicht sieht man es bei der hinteren, die sind eigentlich lenkbar aufgebaut. Ich glaube, der Ursprung war mal, dass sie lenkbar sind. Vielleicht sieht man es auch so. Ja, ich glaube, man kann es irgendwie erkennen, dass das lenkbar aufgebaut ist, aber hier wurden 5,5er Achsen mit Stopper benutzt und hier, wo kann ich es am besten zeigen, dass man das sieht, was ich genau meine bei dieser Achse. Ich probiere es bei dieser Achse.
Hier sind 5,5 Kreuzachsen verbaut. Und die haben ja an einer Seite einen Stopper und dann steht es noch eine Breite von diesem Stopper weg zur anderen Seite hinaus. Und diese Breite hat man genutzt, vielleicht sieht man es, hier hat man einen Connector genommen und ihn dann am oberen Liftarm befestigt, sodass das Ganze nicht mehr lenkbar ist. Ich glaube, man versteht, was ich meine, wenn ich es jetzt von der Seite her zeige. So werden ja manchmal Lenkungen aufgebaut, dass man solche Dreier-Konnektoren, also von der Länge her die Dreier, mit 4 Pins an jeder Ecke, nimmt man die her und macht dann hier eine Verbindung zur anderen Seite, damit man dann lenken kann. Und das Lenken aber verhindert man mit so einem Konnektor. Der wird hier dann am oberen Liftarm wird der befestigt und somit ist Lenken unmöglich. Und deswegen habe ich irgendwie die Vermutung, dass ursprünglich 4 lenkbare Achsen hier verbaut gehören. Ich glaube es fast, weil man sieht, überall gibt es eine Vorrichtung, dass man das lenken könnte. So sieht das Ganze dann von unten aus. Ich fahre mal ein wenig rüber. Hier vorne sieht man dann die Schläuche für die Pneumatik. Ich habe das mal jetzt so verlegt, wie Moltking es sich vorstellt. Bin gespannt, man hätte ja noch die Möglichkeit, das viel schöner zu verlegen. Man könnte noch in den leeren Löchern, in den leeren Pinlöchern hier, bei den Technikrahmen, hier und hier hinauf, könnte man diese Schläuche noch verlegen. Ich weiß aber nicht, ob die noch später gebraucht werden. Jetzt habe ich es mal fürs Erste so gelassen und kann das ja später dann immer noch ändern. Hier haben sie die Schläuche sehr wohl im Rahmen integriert, wie man sehen kann. Das erinnert mich wieder an Star Wars, wenn das Raumschiff von hinten kommt und dann so der Kamera entlang fliegt. Und das ist auch so ein Riesenteil und das nimmt fast kein Ende. Und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis dann ein Ende doch noch kommt. Also wirklich ein Riesenapparat. Ja, zu den Schläuchen. Die gehen von ganz vorne bis ganz hinten. Hier gibt es dann ein T-Stück jeweils. Hier wird dann verteilt. Ich schätze mal, da hinten kommen dann die Pneumatikzylinder drauf, die dann die Auffahrrampe auf- und niederklappen können. Und ich glaube, dafür sind diese Schläuche dann da. Vorne, zeige ich auch nochmal her, schaut jetzt ein bisschen wüst aus, das Ganze. Aber vorne gibt es ja dann noch für die Stützen, die kommen dann hierher. Die stützen dann bei Bedarf den Trailer ab, sodass man dann den Trailer an den LKW an- und abkuppeln kann. Dann kann der LKW unten reinfahren und kann dann den Trailer kuppeln. Die Stützen fahren dann hoch und geben dann quasi den Trailer frei und dann kann man fahren. Wie gesagt, das gehört noch schön gemacht. Man könnte ja zahlreiche Löcher hierfür benutzen. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch die Längen so abgeschnitten, wie es Moltking vorsieht. Zu der Bauteilqualität, da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass das irgendwie in Zweifel gezogen werden könnte. Also das ist alles Gobrix, die sind top, die Teile. Da gibt es wirklich überhaupt nichts. Auch die Platten, die hier verbaut worden sind. 2, 4, 6, 8, 9 Platten. Auch alle top, nichts zerkratzt. Die Liftarme sind top, glänzen. Also hier gibt es überhaupt keine Diskussion, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Okay, das wäre es mal zum Bauabschnitt 1. Der Superlative, möchte ich ja schon fast sagen. Der Trailer, wenn er noch ein bisschen weiter wächst, da habe ich schon fast ein Problem auf meinem Bautisch. Also ich hoffe, er wird nicht viel größer, weil sonst muss ich mir was anderes überlegen. Gut, so viel zu Bauabschnitt 1. Weiter geht's mit Bauabschnitt 2. Der Bauabschnitt 2 ist beendet. Weitergebaut habe ich am Rahmen des Trailers, hauptsächlich das Vorderteil hier. Gebraucht habe ich dafür gute 3 Stunden. 101 Bauschritte waren dafür notwendig und in 5 Tüten waren 778 Teile verbaut. Mittlerweile ist er ganz schön groß geworden. 121 cm haben wir jetzt. Ein bisschen Probleme habe ich schon auf meinem Tisch deswegen, aber wir werden das schon irgendwie meistern. Schauen wir kurz ins Detail, was ist passiert. In diesem zweiten Bauabschnitt ist viel Technik passiert, was mich wiederum sehr gefreut hat. Aber Moltking schwächelt auch ein wenig. 2 Fehler sind mir aufgefallen.
Der eine hat mit den Schläuchen hier zu tun und der andere, sie haben leider Gottes ein Bauteil vertauscht. Und zwar geht es um diesen 5er Liftarm hier. Der sollte normal auch in Light Blue Grey sein. Dazu gelegt haben sie diesen Winkelliftarm. Der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sie das machen, vom Gewicht her ähnlich sein. Aber der hat gefehlt. Jetzt habe ich ihn aus meinem Fundus hergenommen und auf die Schnelle habe ich eben nur einen Dark Blue Grey Liftarm gefunden. Jetzt ist halt hier ein dunkler 5er Liftarm in dunkelgrau reingekommen. Also da muss ich sagen, da lässt Moldking wieder ein wenig nach. Vielleicht ist es auch nur mir passiert. Schauen wir mal. Was noch ist, bei den Schläuchen haben sie auch einen Fehler gemacht. Und zwar bin ich da erst drauf gekommen im Bauabschnitt 2, als ich hier den Rest der Schläuche verlegt habe. Ich kann das ja kurz auch herzeigen im Bauplan. Angefangen hat dieser Fehler bei Bauschritt, ups, machen wir das am besten, ein bisschen einzoomen noch, dann sieht man es glaube ich besser. Bei Bauschritt 53 oder 52 hat es eigentlich schon angefangen, machen wir es so, ist glaube ich noch übersichtlicher. Hier sollte man nämlich ein Stück von 20 cm vom grauen Schlauch abschneiden, ein T-Verteilerstück dazugeben und das Ganze hier dann so platzieren. Dann geht es weiter mit Bauschritt 53. Hier kommen dann die seitlichen Schläuche dazu, das auf dem T-Stück dann drauf gemacht wird, hier und hier, von jeweils 14 cm. Und jetzt fängt es an, Bauschritt 54, ein Schlauch von 19 cm in schwarz und ein T-Stück dazu. Das wird dann parallel hier zu dem grauen verlegt, den ich vorher hergezeigt habe. Und jetzt kommt der Fehler. Jetzt braucht man, damit man an den T-Stück links und rechts Schläuche dazu machen kann, braucht man jeweils ein 14 cm langes Stück, normalerweise vom schwarzen Schlauch, weil man zum Schluss ja das schwarze verlegt hat. Aber hier zeichnet Moldking zweimal den grauen ein. Jetzt habe ich hier und hier auf jeweils einer Seite 14 cm grauen Schlauch hergenommen. Hat mich zwar ein wenig verwundert, aber ich dachte mir, die werden schon wissen, was sie tun. Und hier ist nämlich der Fehler, da hätte jeweils ein 14 cm langes schwarzes Stück hergehört. Und eben diese 2x14 cm, diese 28 cm, die vom grauen Schlauch, die gehen mir dann später ab. Ich glaube, 26 cm hätte ich gebraucht beim späteren Bauabschnitt. Ich sage das kurz her, ich lege nur schnell den Bauplan weg. Und zwar genau hier, von hier bis hier vor zu dem Switch. Da glaube ich 26 cm hätte ich dafür gebraucht. Vom Grauen. Hier habe ich noch gehabt, dieses graue Stück hat noch gereicht, aber hier habe ich das Teil vom Schwarzen nehmen müssen. Jetzt habe ich halt zwei schwarze hier und hier habe ich zwei graue. Also da bitte aufpassen, falls jemand auch dieses Modell baut, beim ersten Bauabschnitt 53, 54, da muss man bitte einen schwarzen nehmen, weil sonst hat man später hier vom Grauen zu wenig. Schade drum. Das ist wirklich schade, da hat Moldking ein wenig geschlampt. Also zwei Fehler in einem Bauabschnitt. Nicht gut. Die lassen wieder nach, die Kerle. So, kommen wir aber zum Rest. Das hat wieder Spaß gemacht. Und zwar gibt es hier einige Versteifungen, die hier reingekommen sind mit tollen Bautechniken. Also das hat Spaß gemacht zu bauen. Ebenso habe ich mich gefreut. Es ist wieder ein bisschen Technik hier reingekommen. Und zwar sind hier die zwei Motoren reingekommen. Ich stelle wieder ein wenig heller. Sind hier die zwei Motoren reingekommen, die werden dann über Zahnräder und Gelenkwellen, man sieht es hier glaube ich ein wenig, nach vorgeleitet zu diesem Schneckenzahnrad, das dann wiederum das Große hier antreibt. Und das Große ist dann mit dem Switches hier verbunden, jeweils links und rechts. Und mit diesen Motoren kann ich dann die Switche nach vor- oder zurücklegen und ich schalte dann entweder einmal auf dem grauen Schlauch oder auf dem schwarzen dann die Luft. Hier einmal schwarz und einmal schwarz. Tja. So ist es leider. Die Kabel habe ich inzwischen so noch lassen, aber die kann man problemlos hier dann reinquetschen. Ich muss schauen, wie die Verkleidung hier dazu kommt. Also ich glaube, da gibt es kein Problem. Platz haben wir ja genug. Und diese Switches, das wollte ich noch dazu sagen, die steuern dann die Pneumatikzylinder hier vorne, ich glaube so zumindest, und dann ganz hinten, wo dann die Auffahrrampe
nach oben und nach unten geklappt werden kann. Ich glaube, so ungefähr läuft das ab. Und hier sind dann die Anschlüsse für diese Pneumatikzylinder vorne, die dann den Trailer anheben können und wieder absenken können. Für das sind diese Schläuche da. Gesteuert wird das Ganze über den Akku, der hier auch eingebaut wurde. Auf Port A ist dann dieser Motor, Port B ist dieser Motor. Und ich glaube eben, dass entweder einer hier vorne das steuert und der andere dann für hinten zuständig ist für die Auffahrrampe. Was ist noch dazu gekommen? Ich glaube, das habe ich eh schon gezeigt. Da ist eben die Möglichkeit des Trailers an den Lastwagen zu koppeln. Der fährt dann mit seiner Sattelplatte unten rein, verriegelt das Ganze und dann kann man mit dem Trailer abfahren. Das ist auch drehend gelagert. Hier unten gibt es dann noch die Möglichkeit, das Ganze an eine Pumpe anzuschließen. Das wird hier an dem LKW dann später angeschlossen mit einem Schlauch. Der hat ja dann vorne die Verbindung zum Lastwagen, der zwei Pumpen angebaut hat. Und damit kann man das ganze System hier mit Luft versorgen. Es ist relativ steif auch das Ganze. Also diesen Rahmen haben sie wirklich toll hinbekommen. Es gibt momentan nur eine Schwachstelle. Die ist hier hinten. Ich versuche das mal herzuzeigen, ob das geht. Ach, vorher habe ich es noch irgendwie zusammengebracht. Moment, ich muss das Ganze drehen. So. Und zwar, man kann sehen, hier ist noch eine Schwachstelle. An dieser Stelle, da knickt das Ganze noch ein wenig ein. Aber hier gibt es schon keine Schwachstelle mehr. Hier ist das Ganze relativ steif. Und ebenso hier dieser Winkel, der ist auch super gut gemacht. Das, was man hier sieht, was sich hier noch ein wenig biegt, das ist rein der Kunststoff, der ein wenig nachgibt. Aber der Winkel hier ist außerordentlich gut gebaut. Das hat mich wirklich überrascht. Also da gibt es, glaube ich, keine Probleme. Das bisschen, was hier wackelt, ist wirklich nur der Kunststoff. Aber hier, wie gesagt, aber da glaube ich, da kommt noch eine Versteifung dazu. Hier sieht man direkt, wie das Ganze knickt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Bau. Es funktioniert bis jetzt alles sehr gut, bis auf diesen Knick hier, aber ich glaube, das wird noch versteift. Und ich freue mich schon, wie es weitergeht mit Bauabschnitt 3 und den legen wir jetzt gleich los. Der Bauabschnitt 3 ist beendet. Weitergebaut habe ich bei der Verkleidung des Trailers. Gebraucht habe ich dafür knappe 2 Stunden. 144 einzelne Bauschritte waren dafür notwendig und in 6 Tüten waren 761 Teile aufgeteilt. Wie immer, ein kurzer Blick ins Detail, lang wird es diesmal nicht werden, denn es ist hauptsächlich wirklich nur Verkleidung dazugekommen. Verkleidung hier vorne, dort wo alles angehängt wird am LKW. Und da ist es witzig, dass hier zwischen ein Freiraum gelassen wurde. Warum, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das, keine Ahnung, wozu. Vielleicht kann man hier Material reinlegen oder es gibt ein Fahrzeug, das genug Bodenfreiheit hat, das hier drauf fahren kann, weil es ist da ein kleiner Hebel, wie man sehen kann, hier, dass man zum Batteriefach hinkommt und hier den Akku aufladen kann und den Akku auch einschalten kann. Ist gut getarnt. Hier sieht man noch ein bisschen was von den Switches. Den Schlauch habe ich, der ist 30 cm lang, den habe ich hier inzwischen reingesteckt, weil sonst würde er immer herumbaumeln. Aber der ist dann dazu da, dass man ihn beim Lastwagen oder beim LKW dann verbinden kann und von dem aus bekommt dieser Trailer dann die ganze Luft, die er braucht für die Pneumatikstempel, die hier verbaut worden sind. Wie gesagt, Verkleidung überall, Verkleidung vorne, Verkleidung oben, Verkleidung unten, hier ist ja alles zugemacht auch. So sieht es übrigens von unten jetzt aus, die Pneumatikzylinder sind auch dazu gekommen hier, diese beiden. Die werden dann eben aus- oder eingefahren, je nachdem, wie man die Switches vorne stellt. Von den Längen der Schläuche muss ich sagen, es geht sich gerade so aus. Also es darf nicht zu kurz abgeschnitten werden, so wie es Moltking in der Bauanleitung vorsieht. So sollte man es tunlichst machen. Vielleicht eine Spur länger, würde nicht schaden, aber allzu lang auch wieder nicht, weil so viel Schlauch hat man nicht übrig. Zeige ich dann am Schluss nochmal. Also man sollte sich ziemlich genau daran halten, bis auf das eine, was ich vorher erklärt habe, dass man statt den grauen die schwarzen Schläuche nimmt und dann müsste das passen.
Und hier, ist ganz schön schwer, von der Länge hat er nicht zugelegt. Und hier bei der Fläche, bei der Ladefläche, ist auch einiges an Verkleidung zugekommen. Hauptsächlich hier die schwarzen Teile links und rechts davon. Steifigkeit hat er hinzugewonnen. Das passt. Also man sieht, es biegt sich fast nichts. Ich kann auch hier Gewicht drauf geben. Das ist wirklich nur der Kunststoff, der hier nachgibt. Aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich eine Schwachstelle. Auch das hier hält sich in Grenzen. Es bewegt sich hier nicht. Es ist wirklich der Kunststoff, der nachgibt. Also im Großen und Ganzen eine relativ solide Konstruktion. Bin ich eigentlich begeistert. Das passt. Für diese Länge finde ich das sehr, sehr gut. Echt lässig. Und wenn man schaut, es ist nicht wirklich viel reingekommen. Es ist viel Luft hier noch übrig zwischen den Rahmenteilen hier. Also von der Konstruktion her ganz gut. Okay, viel mehr gibt es hier eh nicht zum Sagen. Ein Bauabschnitt ist noch. Das ist der vierte und den gehe ich jetzt auch gleich an. Der Bauabschnitt 4, was zugleich auch der letzte Bauabschnitt ist, ist jetzt beendet. Fertig gebaut habe ich nun den Trailer. 2,5 Stunden habe ich dafür gebraucht und 156 einzelne Bauschritte waren dafür notwendig. Diesmal waren 774 Teile in 5 Tüten aufgeteilt. Schauen wir wieder kurz ins Detail. Viel ist eh nicht zum Sagen. Die Seitenwände hier sind mit diesen halben Plates gemacht worden. Auch von der Stärke her ist nicht mehr dazugekommen. Also die sind an beiden Seiten aufgebaut worden. Hier die komplette Verkleidung dazu. Ein angedeuteter Radlauf. Wobei bei den Rädern muss man dazu sagen, es gibt, wie man sieht, 4 Achsen. Die sind leider nicht gelenkt. Aber pro Achse gibt es 4 Reifen. Also doppelt, doppelt auf jeder Seite, zwillingsbereift. Und wenn man das zusammenrechnet, sind das 16 Stück. 16 Räder sind hier dabei. Also auch von dem her muss ich sagen, Hut ab. Die Materialien, die hier dabei sind, ist schon aller Ehren wert. Man kann das Set auch getrost als Teilespender sicher auch kaufen. Weil von den Gobrix-Teilen her, da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass die schlecht wären. Man hat viele schwarze Teile, man hat vor allem das Light Blue Grey. Etwas Rot ist auch dabei und wie gesagt, 16 Räder. Also, und das sind die Arox-Reifen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die hintere Auffahrrampe ist jetzt fertig. Die ist dann pneumatisch zum Steuern. Jetzt ist es noch nicht angeschlossen, aber ich probiere es dann später bei dem Funktionstest, ob alles funktioniert. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht, weil das Modell hier ist mein längstes Modell, das ich jemals gebaut habe. Ich habe es kurz mal abgemessen, 131 cm, so wie es jetzt hier steht, mit der langen oder mit der heruntergefahrenen Rampe. Hochgeklappt habe ich es noch nicht gemessen. Ich werde wahrscheinlich meinen Truck dazu hernehmen, um die Pumpen dann anzuschließen hier vorne, um die Pneumatikfunktionen hier zu testen. Was ist sonst noch übrig geblieben, ist nicht wirklich viel. Das ist alles an Teilen, das uns Moltking übrig gelassen hat. Das sind wirklich nur ein paar Teile. Dieser eine L-Liftarm, was falsch eingeliefert wurde oder eingepackt wurde, anstatt des 5er Liftarms in Light Blue Grey. Und ein paar schwarze Pins, 2er Größe, und blaue Pins, 3er Größe, sind noch übrig geblieben. Aber nicht wirklich der Rede wert. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Ich versuche noch, das ganze Modell hier zu kippen. Dann kann man es von unten auch noch betrachten. So sieht das Ganze, wie gesagt, von unten aus. Hier sieht man überall die Zwillingsbereifung an jeder Achse. Wie gesagt, ich glaube, vorgekehrt wäre gewesen, dass er lenkbar wäre, die Achse. Oder jede Achse eigentlich. Aber sie haben es fixiert, dass man eben nicht lenken kann. Und wenn man sieht, wenn ich hier unten bewege, bewegt sich das Rad hier oben mit. Sie sind nämlich miteinander verbunden. Hier mit dieser Stange. Mit diesen Liftarmen. Hier sieht man auch gut die Pneumatikzylinder. Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Was man hier gut sehen kann, auch die blauen. Hier diese blauen Schläuche. Ich habe tatsächlich zu wenig Schläuche in diesem Set gehabt. Hier an dieser Seite schwarz und grau hat noch gereicht, die Verbindung hierher. Aber für diese Seite war tatsächlich zu wenig Schlauch dabei. Entweder war das der Fehler von Moltking, dass am Anfang im Bauabschnitt 1, was ich schon erklärt habe, dass man hier vorne die Schläuche falsch geschnitten hat und dass dadurch zu wenig Schlauch ist, weil normalerweise gibt Moltking ja
immer etwas mehr Schlauch mit. Oder Moltking hat hier den Sparstift angesetzt und sich ein wenig verrechnet und tatsächlich zu wenig Schlauch eingepackt. Also ich habe dann hier, weil Blau ist ein wenig mehr übrig gewesen, und jetzt habe ich hier mit Blau den Rest machen müssen. Also das ist auch sehr enttäuschend. 3 Enttäuschungen in diesem Set. Schade, schade. Ja, wie gesagt, so sieht es von unten aus. Das Set, hier die Pneumatik, und da kann man dann das Ganze dann hoch oder runterklappen. Ansonsten, wie man sehen kann, es gibt viel Technikrahmen, die hier auch verbaut sind. Also als Teileträger ist das Ding hier wirklich 1A. Da kann man wirklich nicht schimpfen. Gut, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich das Ganze ansteuere und herzeige, weil es ist ja wirklich groß. Naja, irgendwas wird mir schon einfallen. Als nächstes jetzt dann die Technik, die ich gerne überprüfen möchte, ob sie funktioniert. Los geht's. Einen kurzen Nachtrag habe ich noch zu den Schläuchen, zu den Pneumatikschläuchen. Und zwar ist ja in diesem Set so eine Tüte dabei, ein Zip-Beutel, wie man sieht. Der beinhaltet die ganzen Pneumatikelemente und Motoren. Die sind hier alle hier drinnen. Und beim Aufräumen dann habe ich bemerkt, dass ich etwas übersehen habe. Und zwar sieht man es hier gar nicht, der Beweis. Und beim Reingeben der restlichen Pins hier, ist mir dann was aufgefallen. Hier habe ich noch die schwarzen Pins. Ist mir dann was aufgefallen. Und zwar, es gibt noch eine ganze Tüte voll mit grauen Schläuchen. Die habe ich komplett übersehen. Ich weiß nicht, wie ich das zusammengebracht habe. Aber ja, so ist es nun mal. Und es gibt also in diesem Set keinen Mangel an Schläuchen. Das muss ich wieder revidieren, meine Aussage von vorher. Es ist noch genug grauer Schlauch da. Trotzdem ist auch zu wenig schwarzer Schlauch da. Also am besten wäre es, wenn es 2 Tüten mit schwarzen Schläuchen gäbe und 2 Tüten mit grauen Schläuchen. Dann würde es exakt passen. Aber so habe ich ja die blauen dann genommen, was ich vorher gezeigt habe, um eben dieses wenig, zu wenig an Schlauch zu kompensieren. Aber hätte ich nicht müssen. Hier gibt es noch eine zusätzliche Tüte an grauen Schlauch. Also den habe ich jetzt nicht gebraucht. Tja, tut mir leid. Aber jetzt im Nachhinein konnte ich das ja noch richtig stellen, rechtzeitig. Okay, machen wir jetzt einen Funktionstest. Nun zum Funktionstest. Ich habe jetzt alles angekuppelt und habe es vorab schon mal probieren wollen, ob alles funktioniert. Und ich kann schon mal sagen, es funktioniert nur die Hälfte. Die hintere Auffahrrampe lässt sich immer bieten. Ich glaube, da ist zu viel Friktion im Spiel. Also die ganzen Pins, die hier in Verwendung sind, glaube ich, sind einfach zu stark, zu steif für die Kraft der Pneumatik hier. Und die Pneumatik schafft es nicht, runter oder rauf zu hieven, die Rampe. Am Anfang hat es funktioniert, dass sie zu wenigstens runtergegangen ist, aber hoch habe ich sie nicht gebracht. Und dann bin ich mit einem Silikonspray ran und jetzt geht sie weder rauf noch runter. Keine Ahnung, vielleicht ist der Silikonspray auch falsch für sowas. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, die hintere Rampe funktioniert nicht. Die vorderen Stützen, die funktionieren, aber auch nur dann, wann sie wollen. Ja. Ich fahre mal ein wenig ran mit der Kamera, damit ich das vielleicht zeigen kann mit den Stützen. Mal schauen, ob man die sieht. Ein bisschen runter. Ja, hier glaube ich, sieht man die Stützen ganz am unteren Rand hier. Da, da sind sie. Da, da, da. Und ich pumpe mal. Hat man gesehen, sie sind runtergegangen. Oder nur eine. So, jetzt versuche ich sie wieder hoch zu bekommen. Ja, ist schon soweit wieder. Funktioniert nur die Hälfte. Ich probiere nochmal. Ja, jetzt. Ich glaube, man hat es gesehen, oder? Die drüber, jetzt ist die drübere auch runter. Ich muss schauen, ob ich das noch auf der Kamera habe. Ist ein bisschen schwierig hier. Mal schauen, ob ich die Perspektive ein wenig
verändern kann. Ja, ja, jetzt ist glaube ich besser. So, nochmal. Jetzt sind sie hoch. Und jetzt runter. Ja, jetzt sieht man es gut. Hier und hier drüben. Nochmal hoch. Und nochmal runter. Jetzt lässt sich der eine wieder bitten. Der drübere ist runtergegangen, der da, aber der ist jetzt noch in der Höhe. Deswegen sage ich ja, die wollen mal und mal nicht. Jetzt wieder hoch, so, und jetzt wieder runter. Jetzt wollen sie beide nicht mehr. Tja, so ist das leider mit der Pneumatik. Also ich bin hier nicht zufrieden. Jetzt ist wieder der eine runter, aber der wieder nicht. Na komm. Ja, ist sehr, sehr schade. Probiere ich wieder rauf. Jetzt ist er hoch. Jetzt sind beide hoch, okay? Jetzt sind beide fast wieder runter, wie ich umgeschaltet habe. Aber noch nicht ganz. Am Boden sind sie noch nicht. Jetzt ist wieder hoch. Jetzt wieder runter, aber auch nur die Hälfte. Ja, also nicht optimal, möchte ich sagen. Hier oben ist dann das Ganze, das schaltet. Kann ich nochmal zeigen mit der Handkamera. Oh, da ist jetzt der Pin raus, oder der Connector. Den werde ich gleich reinmachen. Steht jetzt nach vor oder nach hinten? Das sollte man halt wieder wissen. Gut, ich probiere ihn mal gerade stellen. So, jetzt ist er gerade. Jetzt soll der Connector wieder rein. Gut, okay, aber jetzt. So sieht man es, glaube ich, besser. Einmal nach hinten, einmal nach vor, das ist für die Stützen vorne, und das hier ist für die Rampe. Einmal nach hinten, einmal nach vor, und so sollte sie rauf und runter gehen. So, ich habe da eine Halterung provisorisch gemacht für die Kamera, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit der Rampe. Ich pumpe und lasse die Rampe runter, oder versuche es zumindest. Und da tut sich nichts. Wieder leicht anstupsen. Nichts. Wie wenn gar nichts da wäre. So, und jetzt probiere ich sie nach hoch pumpen. Nein, da passiert gar nichts. Ist schade. Ist echt schade. Tja, kann man nichts machen. Ich könnte noch kurz probieren mal zum Fahren, aber viel Platz habe ich nicht, weil er ist wirklich lang. Dazu müsste ich allerdings wieder die Rampen hoch. Einmal und zweimal. So. Aber er ist wirklich sehr, sehr lang. Ich kann nur kurz vorwärts, rückwärts, weil er so lang ist. Ich könnte noch was probieren. Ich habe ja noch den Skidder hier, ob der darauf passt. Bin gleich so, habe den Skidder vorbereitet. Ich denke mal, dass er drauf passen wird. Probieren wir es gleich. Naja, er rutscht durch ohne Allradantrieb. Das ist das, was ich bemängelt habe beim Skidder. Komm, 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 komm. Ja. Nicht mal mit Schwung. Um Gottes Willen. Jetzt ist er abgerutscht, jetzt ist er nicht mehr gerade. Toll. Und jetzt mit dieser langsamen Lenkung darauf kommen. Poh, das ist natürlich eine Aufgabe. Na komm. Na komm, hopp. Na komm. Das ist ein Skandal.
Ohne Allradantrieb geht das nicht. Wie soll das funktionieren? Ich bin so enttäuscht. Los, komm. Und Schwung kann auch keinen nehmen, weil er einfach zu langsam ist. Nochmal. Jetzt rutscht er ab. Ja, super. Perfekt. Tja, muss ich mir was anderes überlegen. Tun wir mal so, als ob die hinteren Räder schon über die Rampe drauf wären. Und ich probiere mal. Jawohl, jetzt hat er es endlich geschafft. Und Platz hat er genug, wie man sieht. Es geht sich von der Breite aus, es geht sich von der Länge locker aus. Also da habe ich nach vorne und nach hinten noch einiges an Platz. Tja, schade. Das Kitter eine Enttäuschung wegen fehlenden Allradantrieb. Der Trailer eine Enttäuschung, weil die Pneumatik in meinem Fall einfach zu schwach ist. Selbst mit Silikonspray, was ich in die Zylinder reingesprüht habe, das hat nichts gebracht. Im Gegenteil, es ist nachher sogar noch schlimmer geworden, weil zuerst sind die Rampen wenigstens hinuntergegangen, aber jetzt gehen sie weder hinunter noch hinauf. Schade. Und auch die vorderen zwei Stützzylinder, die den Trailer in der Höhe, wo er jetzt ist, abstützt, damit man mit dem Lastwagen reinfahren kann. Das funktioniert auch nur bedingt und sie sind auch viel zu schwach, um den Trailer hochzuhalten. Mit der Zeit, wenn man ihn nämlich stehen lässt, geht die Luft aus und sie sinken dann wieder zu Boden. Ist schade drum. Auch ist der Trailer vorne bei der Befestigung zur Sattelplatte, zum Kuppeln der Sattelplatte, auch nicht richtig geeignet, zeige ich dann beim Facts und Fazit noch mal kurz, weil da gibt es auch Probleme. Und tja, insgesamt ist diese Kombination hier, wie man sie sieht, mit dem Lastwagen und dem Trailer eine schöne Enttäuschung, weil beim Lastwagen ist das Fahrwerk, das nicht gleich funktioniert. Da muss man erst einiges umbauen, damit es funktioniert. Die hinteren Kotflügel und die hinteren zwei Achsen kollidieren permanent, weil die hinteren Achsen ja sehr hin und her wackeln können. Da gehört auch einiges noch repariert oder umgebaut. Und beim Trailer auch. Also da funktioniert auch nur die Hälfte. Aber zumindest hätte man ein großes Teilereservoir dann. Man könnte die Teile, weil die Teile selbst sind ja nicht schlecht, die könnte man gut hernehmen für andere Projekte dann. Gut, so viel zum Funktionstest. Gehen wir zu Facts und Fazit weiter. Nun zu den Facts und Fazit. Die fallen jetzt ein wenig statisch aus, denn ich habe keine Chance, das Ding hier wirklich auf meinen Drehteller zu bekommen. Es ist einfach zu groß. Ich habe schon mit der Kameraeinstellung hier herumgedoktert, damit es einigermaßen ganz aufs Bild geht, dieses Teil hier. Bin eh noch nicht zufrieden, aber was soll ich machen? Meine Platzverhältnisse sind leider Gottes so eingeschränkt. Aber gut, machen wir weiter. Was haben wir hier? Von Moldking. Der Trailer mit der Setnummer 19015, er stammt aus dem Jahr 2024, hat ganze 3.399 Teile. Er ist sogar motorisiert mit 2M-Motoren, die steuern hier vorne die Switches, die dann die Pneumatik schalten. Und wie schon erwähnt, es gibt 4 Pneumatikzylinder hier vorne für die Abstützung des Trailers und hier hinten dann für die beiden Auffahrrampen. So sie funktionieren. Es ist auch eine Pumpe dabei, kurioserweise, aber die ist nur dazu da, damit man einen Versuchsaufbau machen kann, um zu schauen, ob die Pneumatik funktioniert. Also die schenkt uns Moldking dazu, gnädigerweise. Die Bauanleitung dazu hat 297 Seiten. Der Aufbau selbst wird in nur 4 Bauabschnitten unterteilt und 538 einzelnen Bauschritten. Ich habe wieder alles abgewogen, abgezählt und abgemessen. Fangen wir an mit meinen Zählungen. Es gibt in diesem Set 34 Tüten, in denen die Bauteile aufgeteilt sind. Und die Bauteile habe ich wieder wie immer abgezählt. Jeden einzelnen Bauabschnitt zähle ich ja immer. Und am Schluss dann rechne ich alles zusammen. Und so bin ich auf 3212 Teile gekommen. Also es fehlen noch 187 Teile auf die Angabe von Moldking mit 3399. Wo die wieder geblieben sind, weiß wahrscheinlich nur Moldking. Ich glaube nicht, dass ich mich so weit verzählt habe. Wie gesagt, 10, 20 Teile nehme ich auf meine Kappe, aber 187 Teile, so weit verzähle ich mich nicht. Das glaube ich fast nicht. Bauzeit von diesem Ding hier, gute 10 Stunden. Also man ist schon beschäftigt, das passt. Abgemessen habe ich ihn auch, und zwar
hat er eine Länge mit aufgeklappten Auffahrrampen von 121,4 cm, mit heruntergeklappten Auffahrrampen 131 cm. Und wenn man den Trailer an den Truck anhängt, hat man eine Gesamtlänge von 170 cm. Wahnsinn. Dafür, ich habe nicht viel herumfahren können damit, weil auch mein Zimmer, in dem ich hier baue, auch etwas klein ist und ich konnte nicht mal wenden. Das geht sich überhaupt nicht aus. Eine Breite hat der Hänger von 26,1 cm, eine Höhe von 17,5 hier vorne, wenn die Rampe heruntergelassen ist, hinten meine ich. Und wenn die Rampe hochgestellt ist, so wie jetzt, haben wir eine Höhe von 18,5 cm. Gewicht 3815 Gramm. Ganz ein schöner Brocken. Fällt noch Pro und Contra. Auf der Pro-Seite ist der gute Bauspaß von 10 Stunden. Also wie gesagt, wenn man am Vormittag anfängt zu bauen, am Abend, wenn man sich gut ranhält, ist er fertig. Die gute Bauteilqualität sind alles Gobrix-Steine, also da gibt es eh keine Diskussion normalerweise. Was auch als Pro gilt, es gibt sehr, sehr viele Teile hier, die man auch anderweitig verwenden könnte. Zum Beispiel die 104-15er Liftarme in Light Blue Grey, alleine im ersten Bauabschnitt. Es ist einfach ein Wahnsinn gewesen. Oder die 16 Räder dann im letzten Bauabschnitt, die in Arox-Größe sind. Also es ist wirklich vom Teile Aufwand her riesig, das Set. Und auch noch als positives Argument ist die Optik des Trailers hier und einfach die schiere Größe. Es macht schon was her, das Ding. Gefällt mir. Kontrapunkte haben wir diesmal auch ein paar. Und zwar habe ich ein falsches Teil dabei gehabt. Statt einen 5er Liftarm in Light Blue Grey habe ich einen 5er L Liftarm dabei gehabt. Da haben sie sich irgendwie vertan. Viel übrig geblieben ist ja nicht, das habe ich eh schon hergezeigt. Also Mold King zählt mittlerweile schon sehr gut. Ein paar Pins sind übrig geblieben und wirklich nur ganz, ganz wenige Kleinteile. Auch auf der Negativseite, was wir vorher gesehen haben, die Pneumatik, die nur bedingt funktioniert oder dann, wann sie gerade will. Schade drum, das ist ja ein Kontrapunkt. Und das Kuppeln des Trailers an den Lastwagen ist auch wirklich schwierig. Ich zeige gleich her, warum. Ich baue noch schnell die ganze Szenerie um und dann bin ich gleich wieder da. Umbau ist geglückt, juhu! Was habe ich gemeint? Warum kann man den schlecht kuppeln? Zum einen, es ist hier zwar alles glatt, das ist alles eine Fläche, das passt. Aber, was sieht man hier? Da geht es über die Kante drüber. Warum haben sie das so gemacht? Und ebenso die Schlauchhalterung, die ist auch ein Start unterhalb dieser ebenen Fläche. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt man hier mit dem Truck an und möchte dann mit der Sattelplatte hier drauf fahren, damit man hier dann rein kann, bei dem Dorn hier, oder bei dem L-Liftarm, wenn man so möchte. Und das geht natürlich nicht, weil ich jetzt hier einen Start, eine ganze Kante, ich kann hier das ganze Modell anheben, darunter gebaut habe. Was soll das? Das ist wirklich nicht zielführend. Und beim Truck gibt es noch das Problem, dass der kleine Pneumatikzylinder, der bewegt einen 5er Liftarm hier so hin und her, damit er den Dorn hier oder den kleinen L-Liftarm verriegeln kann und dass man dann fahren kann damit. Und bei der Sattelplatte, dieser kleine Pneumatikzylinder, der fährt zwar zurück, aber etwas schlampig. Und jetzt ist er leicht immer mit der Spitze des Liftarms, schaut er drüber und kollidiert dann immer mit diesem anderen Liftarm oder mit dem Dorn des Trailers. Also man muss sich den so vorstellen wie meinen Finger und dann kann ich nicht kuppeln, weil der immer mit der Spitze ein wenig drüber steht. Jetzt müssen wir den mit der Hand dann korrigieren und dann geht sie sich aus und dann kann ich reinfahren. Aber wie gesagt, beim Ankuppeln habe ich das Problem. Was aber nicht noch so schlimm ist, man hat erst das richtig große Problem beim Abkuppeln. Denn wenn man mit der Sattelplatte, die jetzt meine Hand hier wäre, nach vorfährt, damit man quasi wegfahren kann mit dem LKW, bleibt man hier an der Kante hängen mit der Sattelplatte und dann zieht man oder reißt man den ganzen Trailer wieder mit. Also diese Kante ist wirklich eine komplette Fehlkonstruktion. Die Führung von diesem Schlauch hier, die müsste auch anders gemacht werden, damit man hier bei der Sattelplatte auch nicht hängen bleibt. Also, boah,
da gibt es einige Sachen, die man besser machen könnte. Ja, alles in allem, technisch gesehen, eine nicht so gute Konstruktion. Das geht sicher besser. Sie ist zwar sehr stabil, also von dem her gibt es gar nichts, aber die Funktionen von der Pneumatik, vom Kuppeln des Trailers, das funktioniert nicht. Man kann ihn nicht stehen lassen, weil die Pneumatikzylinder hier zu schwach sind und da geht dann die Luft aus. Dann kann man von der Höhe her des Lastwagens, kann man dann nicht mehr rein. Also da gibt es wirklich einige Baustellen, die man hier machen könnte. Um das Ganze hier zu verbessern, da wäre es vielleicht mit Linearaktuatoren etwas besser als mit Pneumatik hinten, wahrscheinlich auch, weil die Linearaktuatoren, die bleiben dann heraus in der Position, die kann man dann nicht reindrücken, weil die Luft entweicht mit der Zeit. Tja, also wie gesagt, viel zu tun noch hier auf dieser Baustelle. Aber ja, jetzt haben wir ihn aufgebaut, jetzt weiß ich auch Bescheid, wie das Ganze hier so läuft. Ich hoffe, beim Zusehen hattet ihr genauso viel Spaß wie ich beim Bauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.